بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine sehr geehrten Geschwister. Wir wollen heute weitermachen, inshallah ta'ala, in unserer Reihe, welche wir letzte Woche begonnen hatten, über die Geschichten der Propheten. Und wir hatten letzte Woche eine Einführung gemacht zu dem Thema. Das heißt, wir haben uns die Frage gestellt, warum es wichtig ist, sich mit den Prophetengeschichten zu beschäftigen. Und wir sind auf einige wichtige auch Fragen eingegangen, welche die Stellung der Propheten betreffen. Das heißt, was bedeutet überhaupt das Wort Nabi, Rasul? Welche Eigenschaften haben Propheten? Wie viele Propheten gab es? Etc. Und wir wollen das nochmal kurz wiederholen, inshallah. Und zwar, wie immer, in Frage und Antwort. Und die erste Frage ist, wer kann mir den Unterschied nennen zwischen einem Nabi und zwischen einem Rasul? Die Brüder wissen Bescheid, mashallah. Schwestern? Ein Nabi und ein Rasul. Ja gut, dann wen nehme ich jetzt hier ran? Ja, bitte. Ah, ja, einen von euch beiden, ja. Nicht genau, aber ein Rasul ist ein Nabi, aber ein Nabi nicht als ein Rasul. Ein Rasul hat man mit einem Magischer, also ein Weltwunder, mit dem ein Nabi nicht kommt und ein ja, Nabi fast. Das weiter und ein Rasul halt also, genau. Leben hat. Also, ja, okay, also erst einmal, nicht jeder Nabi ist ein Rasul, aber jeder Rasul ist ein Nabi. Das ist Nummer eins. Mu'jize können alle haben, sowohl ein Nabi als auch ein Rasul. Ja? Das ist nicht der Unterschied. Ich meine diese mit Merkspalter, diese Weltwunder, das meine ich. Oh, können auch Nabis haben. Ach so, okay. Genau, können auch einen Nabi haben. Es gibt beispielsweise Yusha ibn Nun, ist der einzige Prophet, für den Allah die Sonne angehalten hat für eine Stunde. Das ist ein Nabi, kein Rasul. Ja? Also das ist nicht der Unterschied. Ja, aber es gibt einen anderen Unterschied. Ja. Also einmal ging es bei Nabi. Nabi heißt, kommt ja von Yanbu, das heißt hohe Stellung. Hohe Stellung, Yanbu oder von Nebe. Genau. Nachricht. Genau, Nachricht. Und das heißt sowas wie, dass die Person eine Offenbarung erhält, aber nicht unbedingt weitervermitteln muss. Genau. Also er erhält eine Offenbarung, aber ist nicht unbedingt verpflichtet, sie zu verkünden. Und es gibt noch einen weiteren Punkt. Er hat keine eigene Offenbarungsschrift, ja, sondern er stützt sich auf die Offenbarungsschrift eines Rasul, der vor ihm gesandt wurde. Ja? Das so mal sozusagen kurz zur Wiederholung. Wie viele Rasul gab es und wie viele Anbiya? Ja? Also es wird überliefert, dass 125.000... 124.000? 124.000 Nabis gab und 25 Rasul werden... Ne, wie viele insgesamt? Wie viele Rasuls gab es? Er hat eine Zahl genannt, ja. Ah, was war die Zahl gewesen? Keiner mitgeschrieben? Hm? 315 Rasul. Ja. 124.000. Haben wir gesagt 125 letztes Mal? Das wundert mich gerade. Ja. 124.000 und 315 Rasul. Richtig, genau. War das 350? Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Ich muss mal nochmal die. Ich bin jetzt gerade ein bisschen durcheinander. Habe ich das gespeichert? Letztes Mal. Vorbereitung. Waren das 100, 315 oder waren das... Es gab doch verschiedene Antworten, oder? Nee, es gab da... Ich überlege gerade. Ich bin gerade ein bisschen unschlüssig, ob das nur 315 waren. Hat das jemand mitgeschrieben oder ist es... Ich habe es hier mitgeschrieben. Okay, dann ist es 315. Okay, dann habe ich gerade ein Blackout. Gut. Okay. Aber es waren auf jeden Fall 124.000 Nabi und dann 315 Rasul. Gut. Okay, das nochmal so kurz, inshallah ta'ala, zur Wiederholung vom letzten Mal. Kommen wir jetzt, bi'iznillahi azza wa jal, zu unserem heutigen Thema. Und zwar wollen wir heute anfangen, uns mit dem Beginn der Schöpfung zu beschäftigen. Mit dem Beginn der Schöpfung zu beschäftigen. Und zwar... Dies anhand der Schöpfung Adams a.s.
Und die Geschichte von Adam alayhi salam ist eine Geschichte, welche immer wieder im Koran wiederholt wird, an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Suren. Und der Grund hierfür ist, dass es sich hierbei um den Sinn unseres Daseins handelt. Wenn Allah Ta'ala uns die Geschichte vom ersten Menschen erzählt, dann will er uns damit erzählen, warum er überhaupt den Menschen erschaffen hat. Es geht gar nicht mal so sehr um das Wie. Selbst in dem Wie, was sehr genau beschrieben wird, wird noch einmal erklärt, warum der Mensch diese besondere Stellung hat. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala, er erzählt uns diese Geschichte, um uns aufzuzeigen, was der Sinn und Zweck unserer Schöpfung ist. Und Allah Ta'ala, er stellt immer wieder auch diese rhetorische Frage. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ. Glaubt ihr etwa, dass wir euch aus Abath, das heißt aus Spiel, aus, also ohne Sinn, erschaffen haben und dass ihr nicht zu uns zurückkehren werdet? فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Erhaben ist Allah, der König und die Wahrheit darüber. Dass er einfach etwas erschafft, ohne dass es einen Sinn und einen Zweck erfüllt. Und das ist eine der wichtigsten Menschheitsfragen überhaupt. Warum bin ich denn überhaupt da? Was ist der Grund meines Daseins? Es gibt viele Menschen, die sich diese Frage stellen, aber keine wirkliche Antwort darauf haben. Es gibt viele Philosophen, die sich diese Frage gestellt haben und versucht haben, unabhängig von der Offenbarung eine Antwort darauf zu finden, aber sie sind nicht auf die richtige Antwort gekommen. Warum? Weil sie die Offenbarung nicht mit einbezogen haben in ihre Antwort auf diese wichtige, zentrale Frage. Es gibt Menschen, die sich überhaupt keine Gedanken darüber machen. Die leben einfach ihr Leben. Die leben so wie das Vieh, wie es Allah Ta'ala beschrieben hat. Die leben einfach nur, um ihre niederen Bedürfnisse zu stillen. Nicht mehr und nicht weniger. Ula'ike kal an'am bal hum adall. Jene sind wie das Vieh. Nein, sie sind noch irregeleiteter. Ula'ike humul ghafilun. Jene sind die Unachtsamen. Sie leben einfach vor sich her. Es interessiert sie überhaupt nichts. Hauptsache, sie vegetieren vor sich her. Warum sie gekommen sind, woher sie gekommen sind, wohin sie gehen werden, diese drei W-Fragen interessieren sie überhaupt nicht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er möchte, dass sich der Mensch genau darüber Gedanken macht. Und er gibt dem Menschen auch darüber eine Antwort oder dafür eine Antwort, sodass der Mensch ganz genau weiß, woher komme ich, was ist mein Ursprung, warum bin ich überhaupt erschaffen worden? Mit welchem Zweck? Und wohin werde ich gehen? Weil wenn ich diese drei Fragen beantworten kann, dann habe ich einen ganz klaren Plan für mein Leben. Dann werde ich mit jeder Situation in meinem Leben richtig umgehen können. Beantworte ich jedoch eine dieser Fragen falsch oder überhaupt nicht, dann werde ich an vielen Stellen in meinem Leben und in vielen Phasen meines Lebens scheitern. Egal wie erfolgreich ich vielleicht in einem Bereich sein mag, aber ich werde am Ende scheitern. Weil ich nämlich nicht verstehen werde, warum mir bestimmte Dinge geschehen. Und warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind. Ich kann sie einfach nicht erklären, weil ich den großen Zusammenhang nicht verstanden habe. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er erzählt uns also die Geschichte Adams. Damit wir genau diese Antwort bekommen und verstehen, was ist der Grund unseres Daseins und was will eigentlich Allah subhanahu wa ta'ala ganz konkret von uns. Und die erste Frage, die sie stellt, ist, was ist eigentlich gewesen vor Adam? Allah ta'ala, er hat eine Sura offenbart, die Sura al-Insan heißt, der Mensch. Und in der ersten Ayah dieser Sura zeigt uns Allah Ta'ala auf, dass es eine Zeit gab, wo der Mensch überhaupt nicht existent war. هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا.
gab es nicht eine Zeit für den Menschen. Ja? Eine Hinum min ad-dahr, eine Zeit sozusagen, eine längere Zeitspanne. Wo er nichts erwähnenswert gewesen ist, also gar nicht erwähnt wurde, er gar nicht existent war. Und erst dann Allah ihn erschuf. Inna khalaqna al-insan. Wir haben den Menschen erschaffen. Vorher war aber der Mensch nicht existent. Gab es aber vorher etwas? Ja, natürlich gab es vorher etwas. Weil Allah subhanahu wa ta'ala dieses gewaltige Universum erschaffen hat, wie er selbst gesagt hat, in 6 Tagen an verschiedenen Stellen im Koran. Und mit 6 Tagen sind nicht 24 Stunden gemeint. 6 mal 24 Stunden. Sondern 6 Abschnitte. Wie lang diese Abschnitte sind, das weiß nur Allah ta'ala. Wenn Allah ta'ala Yawm nennt im Koran, dann meint er damit einen Abschnitt. Anders als beispielsweise im Alten Testament. Ein Tag ist wirklich 24 Stunden. Aber im Koran ist Yawm ein Abschnitt. Und deswegen haben wir Ayat im Koran, die aufzeigen, dass die Tage variieren können und dass Zeit relativ ist. Allah Ta'ala, er sagt in Surat Al-Ma'arij, تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Die Engel und der Geist steigen zu ihm empor an einem Tag, dessen Miqdar, dessen Länge 50.000 Jahre ist. Stellt euch das mal vor, 50.000 Jahre. Ich meine, die Menschheitsgeschichte, ja, die Menschheitsgeschichte, die uns bekannt ist, ja, wo Leute angefangen haben zu schreiben mit der Keilschrift, die Sumerer etc., ist vielleicht gerade mal 8.000 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob es noch frühere Aufzeichnungen gibt und Völker, die Schriftliches hinterlassen haben. Vielleicht gibt es Kulturen, die noch älter sind, die wir gerade jetzt sage ich mal finden. Aber am Ende, ja, das sind vielleicht gerade mal 8.000 bis 10.000 Jahre. Und ein Tag bei Allah ist 50.000 Jahre. Allahu Akbar. Mit anderen Worten, wenn Allah Ta'ala hier von 6 Tagen spricht, dann meint er damit nicht 6 mal 24 Stunden, wie es einige denken könnten, sondern dann meint er damit 6 Abschnitte. Wie lang diese Abschnitte sind, das weiß nur Allah. Vielleicht sind es Milliarden von Jahren. Wir wissen es nicht. Nur Allah Subhanahu wa Ta'ala allein weiß es. Und in dieser ewig langen Zeit, die für uns ewig erscheint, bevor wir überhaupt erschaffen wurden, existierte dieses Universum schon. Und Allah Ta'ala, er erschuf dieses Universum. Die Frage, die sich aber stellt, ist, gab es in dieser Zeit vor dem Menschen, vor dem ersten Menschen, vor Adam alayhi salam, eigentlich schon Geschöpfe oder gab es sie nicht? Das, was uns der Koran lehrt und wovon wir ausgehen können, ist, dass es Geschöpfe gab. Und zwei Arten von Geschöpfen, von denen uns der Koran erzählt. Über alles andere haben wir kein Wissen. Das ist dann eine Frage der Wissenschaft, dass es dann vielleicht Tiere gab, Pflanzen, das ist eine andere Sache. Ja, Allah Ta'ala hat das alles erschaffen. Aber gab es neben dem Menschen noch andere Geschöpfe, die vielleicht dem Menschen ähneln könnten? Darin, dass sie einen freien Willen haben wie der Mensch? Ja, es gab sie. Und zwar einmal gab es die Djinn. Und aus unterschiedlichen Überlieferungen geht klar hervor, dass die Djinn vor den Menschen existiert haben müssen. Weil allein schon Iblis ein Djinn gewesen ist, wie wir noch sehen werden, insha'Allah ta'ala. Die Djinn, wie es Allah ta'ala uns im Koran aufgezeigt hat, sie wurden aus was erschaffen? Sie wurden aus dem Feuer erschaffen. Wal Jann Surat Ar-Rahman. Heute habe ich es mit den... hätte ich vergessen. ganz kurz, jetzt habe ich aber ein kluges Programm hier. Und zwar, وَخَلَقَ الْجَنَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ. Und Surat Ar-Rahman, Vers Nummer 15, und er hat die Djinn aus einer unruhigen Feuerflamme erschaffen. In einer anderen Aya heißt es in Surat Al-Hijr, Vers Nummer 27, وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Und die Djinn haben wir zuvor aus dem Feuer des Glutwindes erschaffen.
Der Koran zeigt uns auf, die Dschinn wurden aus Feuer erschaffen. Aber aus verschiedenen Arten von Feuer. Nicht nur aus einem Feuer. Wir werden das auch gleich beim Menschen sehen. Der Mensch wurde aus verschiedenen Teilen der Erde erschaffen. Und auch die Dschinn, sie wurden aus verschiedenen Teilen des Feuers erschaffen. Und sie lebten vor dem Menschen auf dieser Welt. Und sie bevölkerten auch diese Welt. Allahu a'lam, ob nur diese Welt, vielleicht auch das gesamte Universum, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, es gab diese Schöpfung. Was heißt eigentlich das Wort Dschinn? Was bedeutet das eigentlich, Dschinn, sprachlich? Kennt ihr Wörter, die sich von derselben Wortwurzel ableiten lassen? Majnun. Okay. Was ist ein Majnun? Ein Verrückter. Was lässt sich noch ableiten von Dschinn? Dschinn ist, würde man als nicht nur nehmen, als eine Art Fabelwesen wahrscheinlich. Nee, ich meine Sprachliches. Es geht mir nur um das Sprachliche jetzt. Was lässt sich noch ableiten? Welche Wörter kennt ihr noch, die ähnlich von derselben Wortwurzel kommen? Jannah. Kommt auch von Dschinn. Was noch? Janin. Sehr gut. Ja, gut. Das ist mir nicht eingefallen. Was? Genau, Janin ist der Fötus. Was hat jetzt bitte schön? Garten, also Paradiesgarten, mit einem Fötus, mit einem Verrückten, ja, und dem Dschinn zu tun. Das kommt alles von derselben Wortwurzel. Was haben die gemein? Diese verschiedenen Wörter, die haben eine Sache, die eine gemeinsame ursprüngliche Bedeutung. Überlegt mal. Ja? Genau, sehr gut. Barakallahu fiki. Sehr, sehr gut. Wir können es nicht sehen. Es wird verdeckt. Die Dschinn können wir nicht sehen. In einem Paradiesgarten gibt es so viele Bäume, ja, dass sie die Sicht versperren. Der Janin, der Fötus, der Embryo, wir können ihn nicht sehen. Also von äußerlich nicht sehen. Und ein Verrückter, was hat das damit zu tun? Ein Verrückter, ja, sein Verstand ist sozusagen überdeckt, sodass er die Dinge nicht richtig sehen kann. All das deutet Dschinn. Das heißt, die Dschinn, ja, sind Wesen, die wir als Menschen aus unserer Perspektive, das ist natürlich aus unserer subjektiven Perspektive, sie können sich sehen, aber wir können sie nicht sehen. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat sie für uns sozusagen verdeckt gehalten. Sie können uns sehen, aber wir können sie nicht sehen. Subhanallah. Eine unglaubliche Sache. Und die Dschinn, sie lebten auf der Erde oder sie lebten, ja, in diesem Universum, wir wissen es nicht genau, ja, bevor der Mensch erschaffen wurde. Taib. Welche Wesen gab es noch, die man auch als intelligent bezeichnen kann, auch wenn sie vielleicht, ja, sich unterscheiden von den Dschinn und den Menschen? Die Engel, korrekt. Und die Engel sind Lichtwesen, die Allah Ta'ala aus Licht erschaffen hat. Das ist anderes als Feuer. Ja? Allah Subhanahu wa Ta'ala, er hat sie aus Licht erschaffen. Und sie unterscheiden sich ganz klar von den Dschinn und von den Menschen in einer Sache. Nämlich, sie verfügen über keinen freien Willen. Sie sind intelligente Wesen, das sehen wir auch in den Ayat, die wir gleich besprechen werden, inshallah, in Surat al-Baqarah, wo sie eine Frage stellen werden, was darauf hindeutet, dass sie intelligente Wesen sind. Aber sie haben nicht die Möglichkeit, sich frei zu entscheiden. Sie sind intelligent, aber sie wurden so programmiert, so erschaffen, dass sie sich nicht für das Böse einsetzen können, sondern sich nur für das Gute einsetzen können. Und Diener Allahs sind, die immer das tun, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen verlangt hat. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Gab es neben den Dschinn und den Engeln noch andere Wesen? Ich gehe jetzt nicht auf sozusagen Tiere ein oder so, es geht mir jetzt wirklich nochmal um eigenständige Wesen, kluge, intelligente Wesen. Die Gelehrten haben hier etwas Interessantes erwähnt. Aber das geht wahrscheinlich auf nicht authentische Überlieferungen zurück. Das gehört wahrscheinlich zu den Israeliten oder Sachen, die man dann sich ausgedacht hat, wofür es aber keine authentischen Überlieferungen gibt. Und zwar
soll es vor den Dschinn noch Wesen gegeben haben, die man als Hin und als Bin bezeichnete. Hin und Bin. Das sollen auch Dschinn-ähnliche Wesen gewesen sein. Und die Dschinn sollen gekommen sein, um sie dann auszurotten, sodass sie dann die Welt bevölkert haben. Und manche Mufassirun sagen dann, und sie ziehen das heran und sagen, ja, die Engel, als sie diese Frage Allah Ta'ala gestellt haben, warum erschaffst du jemanden, der Unheil stiftet, etc., ich komme gleich darauf zu sprechen, sie haben sich genau auf diese Konflikte zwischen den Dschinn, dem Bin und dem Hin bezogen. Aber Allahu A'lam, wir müssen sagen, dass es hierfür eigentlich keinen authentischen Beleg gibt. Deswegen ist das eher eine Interpretation, die nicht wirklich fundiert ist, auch wenn man sie in einigen Tafsir-Werken vorfindet, wo diese merkwürdigen Wesen, von denen wir gar nichts wissen, ja, außer dass sie angeblich existiert haben sollten, von dann gesprochen wird und behauptet wird, dass die Dschinn gegen sie gekämpft haben. Und es soll auch andere Wesen gegeben haben, wie es At-Tahir ibn Ashur hier auch in seinem Tafsir erwähnt, und zwar Wesen, die heißen At-Tam und Ar-Ram. At-Tam und Ar-Ram. Ja, aber er sagt, das sind alles Behauptungen, für die es nicht keine Belege gibt. Und er sagt, das ist eher auf das zurückzuführen, was die Leute gesagt haben. Hayyan ibn Bayyan, Ishara ila ghayri mawjudin aw ghayri ma'ruf. Ja, dieses Hayyan ibn Bayyan, das heißt, da ist irgendjemand sozusagen, den man nicht kennt. Ja, und deswegen sind das wahrscheinlich alles Legenden, die nicht wirklich eine Grundlage haben. Aber das, was eine Grundlage hat, ist, dass die Dschinn und die Engel vor den Menschen existierten. Und jetzt kommen wir insha'Allah ta'ala genau zu der Frage, wie wurde Adam erschaffen? Und warum wurde er erschaffen? Und zunächst erst einmal stellen wir uns die Frage, warum wurde eigentlich Adam alayhi salam erschaffen? Und Allah subhanahu wa ta'ala ergibt uns auf diese Frage eine ganz klare Antwort, und zwar gleich in der zweiten Sura des Koran. Und ich habe das schon öfters erwähnt in meinem Vortrag. Surat al-Baqarah, gerade die ersten Seiten auf Surat al-Baqarah, geben uns Antworten auf die grundlegenden Fragen in unserem Leben. Sie beginnt mit was? Sie beginnt erstmal mit den, sozusagen, warum der Koran herabgesandt worden ist. Und beginnt dann mit den drei Arten von Menschen. Mu'min, Kafir, Munafiq. Mu'min, Gläubiger, Kafir, Ungläubiger, Munafiq, Heuchler. Und dann geht Allah Ta'ala, ja, auf die Schöpfung ein, des Himmels, um dann auf die Schöpfung von Adam einzugehen. Und zwar nicht, wie er erschaffen wurde, sondern auf die viel wichtigere Frage, warum er überhaupt erschaffen wurde. Und warum Allah subhanahu wa ta'ala einen Menschen überhaupt erschafft. Und wir wollen uns insha'Allah ta'ala diese Ayat etwas genauer anschauen. Insha'Allah ta'ala. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Baqarah im Vers Nummer 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ. Und als dein Herrn zu den Engeln sagte, ja, das ist alles, bevor Adam erschaffen wurde. إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ. Ich bin dabei, auf der Erde einen Khalifa einzusetzen. Zunächst erst einmal eine sehr wichtige Frage. Und zwar, was bedeutet eigentlich das Wort Khalifa? Was bedeutet eigentlich das Wort Khalifa? Khalifa, ja? Statthalter? Ja, so wird es übersetzt als Statthalter. Gut. Aber was ist die ursprüngliche Bedeutung von Khalifa? Die ursprüngliche Bedeutung von Khalifa ist Khalafa. Ay Khalafahu. Das heißt, jemanden ablösen. Nach jemandem kommen. Also von Khalf, hinter jemandem kommen. Das ist was? Das ist die ursprüngliche Bedeutung von Khalifa. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wen soll denn der Mensch ablösen? Wen soll der Mensch denn ablösen? Wen soll Adam ablösen? Einige haben gesagt, Adam und die Menschheit sollten die Dschinn ablösen.
welche Allah vorher erschaffen hatte. Und jetzt kommt der Mensch und er löst die Djinn ab. Und das ist auch dann der Grund, warum Iblis, der ja einer der Djinn ist, sich ganz klar gegen Adam stellt. Es gibt aber noch Khalifa im übertragenen Sinne. Und zwar, dass er nicht jemand ist, der jemanden ablöst, sondern dass er jemand ist, der für jemand anderen eine Aufgabe erfüllt. Dass er jemand ist, der für jemanden anderen eine Aufgabe erfüllt. Und in diesem Sinne wird es als Statthalter übersetzt. Also jemand, der die Aufgabe hat, die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala auf dieser Erde, in dieser Dunya, in diesem Diesseits umzusetzen. Auch wenn Allah ta'ala natürlich, ta'ala Allahu an dhalik, nie auf der Erde gewesen ist, weil er steht über seiner Schöpfung, hat er dem Menschen genau diese Aufgabe gegeben, die Gebote Allahs auf der Erde umzusetzen. Und wir dürfen eines nicht vergessen bei der ganzen Sache, darauf kommen wir natürlich noch zu sprechen ausführlich, Allah Ta'ala, er hat von seinem Geist in Adam eingehaucht. Sodass eigentlich jeder Mensch einen Teil des Ruhs Allah Subhanahu wa Ta'ala in sich trägt. Also diesen göttlichen Funken, mit dem der Mensch zu etwas Besonderem geworden ist. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich unbedingt verstehen muss, weil er erklärt mir, was ist eigentlich meine Aufgabe? Was heißt eigentlich, dass Allah Ta'ala von mir als Mensch verlangt hat, dass ich ihm dienen soll? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Djinn und die Menschen nur erschaffen, auf dass sie mir dienen. Was heißt das eigentlich? Was bedeutet das, Allah zu dienen? Will Allah, dass ich die ganze Zeit nur Sujud mache? Dass ich die ganze Zeit nur im Gebet stehe? Nein, wenn ich das tun würde, dann würde ich sogar etwas tun, was gegen was meine Aufgabe, die Allah mir gegeben hat und meine Verantwortung, die Allah mir aufertragen hat, entgegensteht. Weil dann würde ich nämlich viele meiner Verpflichtungen, die ich habe, als Khalifa auf Erden, nicht erfüllen können. Jemand, der die ganze Zeit nur in der Moschee sitzt, der kann viele Aufgaben eines Khalifas nicht erfüllen. Weil ein Khalifa hat viele Aufgaben. Ein Khalifa hat die Aufgaben, nämlich Allahs Gebote auf der Erde zu verwirklichen und umzusetzen, so wie es Allah Ta'ala von ihm verlangt hat. Und zwar alle Gebote Allahs. Und genau das ist mit der Ibadah gemeint. Wenn Allah sagt, ich habe die Djinn und die Menschen nur erschaffen, auf dass sie mir dienen, dann meint Allah Ta'ala damit, auf dass er die Gebote Allahs so befolgt, wie es Allah Ta'ala von ihm verlangt hat. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist dementsprechend der Prototyp für einen Khalife gewesen. Der Prototyp für einen Khalife. Das Vorbild für einen Khalife. Hat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam die ganze Zeit nur gebetet? Nein. Er hat gebetet. Er hat viel gebetet. Aber er hat auch all seine anderen Verpflichtungen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und gegenüber den Menschen erfüllt. Und dazu gehört, Gerechtigkeit walten zu lassen. Dazu gehört, sich für das Gute einzusetzen. Dazu gehört, sich um bedürftige Menschen zu kümmern. Dazu gehört, für die Gesellschaft da zu sein. Und dazu gehört auch meine innige Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. All das ist meine Aufgabe als Khalife. Und das muss mir bewusst sein. Weil viele Menschen heutzutage, auch viele Muslime, verstehen den Islam falsch. Sie denken, ja, solange sie beten, können sie sich alles erlauben. Das Gebet sozusagen ist eine Sache, aber mein Leben und das, was ich tue, ob ich dann ungerecht handele, Menschen betrüge etc., das ist eine andere Sache. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Nein, das alles gehört zusammen. Und Allah Ta'ala, er wird mich genau danach befragen. Und das ist die große Herausforderung. Ja, ich bin ein Khalifa. Ich habe mir das jetzt nicht selbst ausgesucht, ein Khalifa zu sein. Jeder von uns ist ein Khalifa. Wir wurden in diese Aufgabe hineingeboren. Und wir müssen dieser Aufgabe gerecht werden, ob wir es wollen oder nicht. Und deswegen, was sagt Allah Ta'ala? Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Wir haben die Amana, das anvertraute Gut. Und viele Gelehrte sagen, damit sind die Gebote Allahs gemeint. Den Himmel, der Erde und den Bergen vorgestellt. فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا. Sie haben es abgelehnt, diese Amana zu tragen.
وَأَشْفَقَنَ مِنْهَا und sind darunter zusammengebrochen. Und jetzt وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ und der Mensch musste sie tragen. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا er ist ungerecht und er ist unwissend. Er ist ungerecht und er ist unwissend. Er ist ungerecht, weil er undankbar ist. Er regt sich darüber auf. Ja, warum? Ich wollte es doch gar nicht. Es geht nicht darum, was du willst oder nicht. Wenn du in eine Königsfamilie hineingeboren wirst, die eine bestimmte Stellung in der Gesellschaft hat, dann hast du Privilegien. Aber du hast auch gleichzeitig Verantwortung. Und es ist genau so. Wir haben Privilegien als Menschen. Allah hat uns erhöht. Und er hat sogar die Engel, welche nur das tun, was Allah Ta'ala von ihnen verlangt, befohlen, dass sie in unserem Dienst stehen. Und dass sie sich vor uns niederwerfen. Stellt euch das mal vor, die Engel, diese Lichtwesen, sie dienen uns, sie stehen in unserem Dienst und mussten sich sogar vor uns niederwerfen. Was für ein Privileg. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ und wir haben die Kinder Adams mit Würde ausgestattet. Was Besonderes. Aber das ist verbunden mit einer Verantwortung, die jeder von uns trägt. Und für diese Verantwortung wirst du zur Rechenschaft gezogen, ob du es willst oder nicht. Ob du es willst oder nicht. Aber darauf kommen wir noch gleich etwas näher zu sprechen, inshallah. Das heißt, Allah Ta'ala, er hat den Engel gesagt, er wird einen Khalifa, einen Statthalter, jemand, der Verantwortung trägt, auf dieser Erde einsetzen. Und jetzt antworten die Engel. Und sie antworten nicht, weil sie sich gegen Allahs Willen stellen, sondern weil sie es nicht verstehen. Sie verstehen es nicht. Sie sind intelligente Wesen. Sie könnten niemals Allah widersprechen. Aber sie wollen verstehen. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Da sagten sie, die Engel, willst du auf ihr etwa jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergießt, wo wir dich doch lobpreisen und deiner Heiligkeit Lob singen? Die Engel, sie haben gesehen, was die Djinn gemacht haben. Sie haben Unheil gestiftet. Sie haben gesehen, was Geschöpfe tun, die einen freien Willen haben. Sie können sich für das Böse entscheiden. Und dementsprechend können sie sehr, sehr viel Böses auf dieser Erde verbreiten. Und das wussten sie, das haben sie verstanden. Und deswegen fragten sie Allah, warum tust du das? Warum gibst du jemandem Verantwortung, der so viel Böses tut und in der Lage ist, so viel Blut zu vergießen und so viel Schlechtes zu machen, obwohl wir dich doch lobpreisen. Wir sind doch die Geschöpfe, die immer das tun, was du möchtest, der Allah. Willst du auf ihr etwa jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergießt, wo wir doch dich lobpreisen und deine Heiligkeit Lob singen? Wir machen alles, was du willst. Warum gerade der Mensch? Woraufhin Allah Ta'ala antwortete, قال إني أعلم ما لا تعلمون. Er sagte, ich weiß, was ihr nicht wisst. Was wusste denn Allah Subhanahu wa Ta'ala? Das ist die Weisheit Allahs. Er wusste, dass der Mensch etwas hat, diesen göttlichen Funken, den die Engel nicht haben. Die Engel wurden erschaffen mit dem Wort Kun fayakun. Sei und sie waren. Der Mensch wurde erschaffen mit der Hand Allahs. Es war etwas Besonderes. Allah hat von seinem Geist dem Menschen etwas eingehaucht. Und das ist etwas Besonderes. Und deswegen, was sagt Allah Ta'ala jetzt? وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا und er lehrte Adam die Namen alle, das nachdem er erschaffen wurde. Wir springen ein bisschen vor, wir gehen auch auf die Schöpfung von Adam ein, wie er erschaffen wurde. Ja, aber um einfach diese Weisheit zu verstehen. Und er lehrte Adam die Namen alle. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ Hierauf legte er sie den Engeln vor und sagte, فَقَالَ أَنْبِئُونِ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Teilt mir deren Namen mit, wenn ihr wahrhaftig seid. Was sind das für Namen? Es gibt es sehr viele verschiedene jetzt Interpretationen unter den Tafsir-Gelehrten, ja, die Namen der Propheten, ja, die Namen Allahs. Aber wir müssen davon ausgehen, dass Allah Ta'ala wirklich Adam alayhi salam beigebracht hat, wie man die einzelnen Dinge benennt. Das heißt, er hat ihm die Fähigkeit zur Sprache gegeben. Sprache zu entwickeln, nachzudenken, zu lernen. Das kann man nur mit Sprache.
Wenn jemand keine Sprache hat, kann er nicht lernen. Das funktioniert nicht. Du brauchst Sprache, um Zusammenhänge zu verstehen. Und das merkst du, subhanallah, jemand, der nicht wirklich sprechen gelernt hat. Du merkst, der hat wirklich Probleme beim Lernen, Dinge zu verstehen. Nicht, weil er dumm ist, sondern weil er nie gelernt hat, richtig zu sprechen. Sich richtig auszudrücken, Dinge zu benennen. Damit ich also Zusammenhänge verstehen kann, muss ich erst einmal wissen, wie diese einzelnen Dinge überhaupt heißen. Wenn ich irgendjemandem erklären möchte, zum Beispiel einer Druckerei, ja, ich möchte das Buch irgendwie haben, aber ich weiß nicht, wie die einzelnen Teile des Buches heißen. Was ein Buchrücken ist, was ein Buchschnitt ist, was das Buchcover ist, dann, ich werde dir nichts erklären können. Ich werde nur sagen, ja, irgendwie, so wissen sie ja schon. Ja? Aber das wird nicht funktionieren, die werden mich nicht verstehen. Warum? Weil ich nicht die einzelnen Teile des Buches benennen kann. Das funktioniert nicht. Ja? Und hätte Adam, a.s., nicht diese Fähigkeit besessen, die einzelnen Dinge benennen zu können, dann würde ihm die Fähigkeit zum Nachdenken und die Fähigkeit zum Lernen fehlen. Er könnte überhaupt nichts machen. Das heißt, Allah Ta'ala, er hat jetzt Adam eine besondere Fähigkeit gegeben. Und zwar Zusammenhänge zu verstehen, zu lernen und sich seine eigene Meinung zu bilden. Zu forschen, neugierig zu sein. Alles Dinge, die die Engel nicht haben. Obwohl sie solche gewaltigen Wesen sind, aber das haben sie nicht. Und deswegen sagt Allah Ta'ala, أَنْبِعُونِ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Teilt mir deren Namen mit, wenn ihr wahrhaftig seid. Woraufhin sie dann sagten, قَالُوا سُبْحَانَكَ. Preis sei dir. لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا. Wir haben kein Wissen, außer dem, was du uns gelehrt hast. Guck mal. Merkt ihr jetzt? Subhanallah. Adam, er hat von Allah Ta'ala die Namen beigebracht bekommen, aber er konnte sich weiterentwickeln. Und er konnte Dinge benennen, die er vielleicht nicht direkt von Allah Ta'ala beigebracht bekommen hat. Die Engel kannten nur das, was Allah Ta'ala ihm beigebracht hat. Nicht mehr und nicht weniger. Innaka antal alimul hakim. Du bist ja der Allwissende und Allweise. Das Wissen kommt allein von dir. Und du bist der Einzige, der weiß, warum er die Dinge tut, in seiner Weisheit. Woraufhin dann Allah Ta'ala zu Adam sprach, قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ. Er sagte, O Adam, teile ihnen ihre Namen mit. فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Als er ihnen ihren Namen mitgeteilt hatte, sagte er, habe ich euch nicht gesagt, ich kenne das Verborgene der Himmel und der Erde und ich weiß auch, was ihr offenlegt und was ihr verborgen zu halten sucht. Und jetzt kommt die Aufforderung, sich niederzuwerfen. Das ist sehr interessant. Darauf kommen wir noch, nicht heute, aber nächstes Mal ausführlich zu sprechen, inshallah. Sehr interessant, dass es nach diesem Dialog kommt. Worauf sollte das hin? Ich meine, wie können sich die Engel, die ja Geschöpfe Gottes sind, die eigentlich in dem Sinne nicht wirklich einen freien Willen haben, die nur Gutes tun können, wie können sie es sich erlauben, Allah Ta'alas Gebot zu hinterfragen? Und wie kann es sein, dass Allah sogar ihnen antwortet? Und nicht nur einfach antwortet, sondern er argumentiert auch. Er zeigt es ihnen, sodass sie selbst sehen, ja, Adam hat wirklich etwas, was wir nicht haben. Er hätte auch einfach sagen können, ich weiß besser Bescheid und seid ruhig. Fragt nicht weiter. Punkt. Aber nein, Allah Ta'ala, er antwortet ihnen, erklärt ihnen warum, und zwar anhand eines ganz konkreten Beispiels, was sie selbst erleben, wo sie merken, wir können nicht weiter. Er hat wirklich etwas, was wir nicht haben. Und erst nachdem das geschieht, verlangt Allah Ta'ala von ihnen, dass sie sich niederwerfen sollen. Was lernen wir daraus? Etwas sehr Wichtiges. Allah Ta'ala ist kein Tyrann. Allah ist der Schöpfer. Er könnte ein Tyrann sein, wenn er wollte. Wer könnte etwas dagegen tun? Wer könnte etwas dagegen tun? Nur ein Beispiel. Nur ein Beispiel. Wenn wir Menschen eine bestimmte Tierart ausrotten wollen, könnten wir das tun? Wir könnten das tun. Wir haben viele Tierarten ausgerottet. Wir haben es getan. Wir sind Tyrann. Wir können es einfach tun. Die Tiere können sich noch so aufregen. Sie können in Streik gehen, sie können sich aufregen, sie können sich... Wenn sie ausgerottet werden, der Mensch sagt, sie wird ausgerottet, dann wird sie ausgerottet. Punkt. Wir sind Tyrannen. Und wir fragen die Tiere nicht vorher, dürfen wir euch ausrotten oder nicht, sondern wir machen es einfach. Allah subhanahu wa ta'ala, er gebietet Dinge, aber er erklärt uns, warum er sie gebietet. Und warum es Sinn macht, dass es so ist.
Obwohl eigentlich sich niemand gegen Allah stellen könnte, erklärt Allah den Engeln trotz alledem, obwohl sie kein Mitspracherecht haben, warum er den Menschen auserwählt hat und warum sie sich niederwerfen sollten vor den Menschen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir Muslime unbedingt beherzigen sollten. Wenn Allah, der Schöpfer dieses Universums, seinen Engeln erklärt, warum er Adam ihnen gegenüber bevorzugt hat und warum sie sich niederwerfen sollten, was sie dann natürlich auch gemacht haben. Und sie hätten es auch so gemacht, ohne diese Erklärung. Wie ist es denn erst bei uns, wenn wir versuchen, unseren Kindern zu erklären, warum sie beten sollten, warum sie fasten sollten, warum sie keinen Zina begehen sollten, warum sie keinen Alkohol trinken sollten. Viele muslimische Eltern machen den Fehler, sie sagen einfach, mach es so, es ist einfach so, frag nicht. Allah erklärt und du sagst deinem Kind aber, mach einfach. Hat dein Kind nicht auch das Recht darauf zu wissen, warum? Und meinst du nicht, dass dein Kind, ja, wenn es versteht, warum es beten sollte, warum es das tun sollte oder jenes nicht tun sollte, nicht dann viel eher von sich aus das praktizieren sollte, würde, weil es nämlich das aus Überzeugung tut, als wenn du einfach sagst, tu es? So wichtig, subhanallah. Und deswegen, all die Gebote im Koran sind immer begründet. Immer wenn Allah etwas verbietet, erklärt er, warum er es verboten hat. Immer dann, wenn Allah etwas gebietet, erklärt er, warum er es geboten hat. Unglaublich wichtig. Unglaublich wichtig. Kommen wir zurück, insha'Allah ta'ala, jetzt zu noch einer wichtigen Frage. Oder die behandeln wir nächste Woche nochmal ausführlicher, weil da reicht jetzt die Zeit nicht mehr aus. Und zwar die Frage, warum überhaupt Allah etwas Schlechtes zulässt, etwas Böses. Ich werde auf diese Frage nächste Woche nochmal eingehen, weil ich werde das verbinden mit Iblis. Ich werde das verbinden mit Iblis, wenn wir auf die Frage zu sprechen kommen werden, warum bekommt Iblis überhaupt Aufschub und warum erlaubt Allah Ta'ala überhaupt Iblis, dass er zum Feind des Menschen wird? Wie kann es sein, dass Allah Böses zulässt? Eine sehr wichtige Frage. Eine sehr, sehr wichtige Frage. Aber die werden wir nächste Woche inshallah dann ausführlich besprechen. Kommen wir aber jetzt noch zu einem wichtigen Aspekt. Und zwar kehren wir nochmal zurück in der Zeit. Und zwar zu der Zeit, bevor Allah Ta'ala Adam erschaffen hat. Als er nur den Engeln gesagt hat, guck mal, ich werde jemanden erschaffen. Wie wurde denn Adam alayhi salam jetzt ganz konkret erschaffen? Und zwar, wenn wir uns jetzt die einzelnen Verse im Koran anschauen, dann finden wir immer wieder verschiedene Substanzen, die Allah erwähnt, aus denen der Mensch erschaffen wurde. Jetzt könnten einige sagen, das tun auch einige, Islamgegner, sagen, ah, guck mal, Widersprüche im Koran. Einmal erwähnt der Koran Erde, dann erwähnt er Leben, dann erwähnt er Schlamm, dann erwähnt er Wasser. Ja, was stimmt denn nun? Wenn Allah Ta'ala eine Geschichte im Koran mehrmals erzählt, dann wiederholt er die Geschichte nicht einfach. Sondern jedes Mal, wenn die Geschichte erwähnt wird und erzählt wird, kommen neue Informationen dazu. Die Geschichte von Musa alayhi salam wird sehr häufig erwähnt im Koran. Manchmal hat man das Gefühl, es ist fast derselbe Ablauf, aber jedes Mal gibt es andere Informationen. Jedes Mal gibt es was? Andere Informationen. Und genauso auch ist es mit der Schöpfung Adams alayhi salam. Das eine widerspricht dem anderen nicht, sondern ganz im Gegenteil. Allah Ta'ala, er erwähnt die verschiedenen Stadien der Schöpfung Adams. Und das erste Stadium ist Erde. Hierzu sagt Allah Ta'ala in Surat Ali Imran, Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam. Khalaqahu min Turab. Thumma qala lahu kun fayakun. Gewiss, das Gleichnis Isas, also Jesus, ist bei Allah wie das Gleichnis Adams. Er erschuf ihn aus Erde. Hierauf sagte er zu ihm, sei und da war er. Okay. Das heißt, das Grundmaterial ist was? Erde. Und Erde kommt von Adimul Ard. Und Adimul Ard heißt was? Die Erde, die Oberfläche der Erde. Die Oberfläche der Erde. Also mit anderen Worten, Allah Ta'ala, er hat Adam erst einmal aus was erschaffen? Aus dieser Erde hier. Das ist das eine. Dann erzählt uns Allah Subhanahu wa Ta'ala, dass Adam alayhi salam einfach nur aus Tin erschaffen wurde. Einfach nur aus Tin erschaffen wurde. Das heißt, aus Schlamm wurde er
erschaffen. Und dieser Stamm ist entstanden durch was? Dadurch, dass die Erde sich mit Wasser vermischt hat. Und das sind dann die Worte Allahs. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma. Und Allah hat jedes Tier aus Wasser erschaffen. Ohne das Wasser könnte nicht was entstehen, der Schlamm. Und ohne die Erde könnte auch kein Schlamm entstehen. Das heißt, es gibt zwei Bestandteile, Wasser und Erde. Und jetzt kommt der nächste Schritt und die nächste Phase in der Schöpfung Adams. Und zwar, dass jetzt aus diesem Schlamm ein matschiger Stamm wird, der an der Hand kleben bleibt. Wenn du einfach nur, kennst du auch, wenn du zum Beispiel hast ein bisschen Sand, machst einfach nur Wasser rein. Was passiert da? Erstmal gar nichts. Einfach nur Wasser und Sand vermischt. Bleibt es an der Hand kleben? Erstmal nicht. Nur wenn du damit rummatschst, ja irgendwann einmal, bleibt es dann was? An der Hand kleben. Und das nennt Allah Ta'ala wie Tin Lazib. Fastaftihim, Surat As-Saffat, Vers Nummer 11. Fastaftihim, ahum ashaddu khalqa, amman khalaqana. Frage sie doch um ihre Meinung. Ist es etwas schwerer, sie zu erschaffen, als wem wir sonst erschaffen? Inna khalaqnahum min tinin lazib. Wir haben sie aus klebendem Schlamm erschaffen, der an der Hand kleben bleibt. Dann, als nächstes, dieser klebende Schlamm, der fault. Und er ändert seine Farbe, ja, und er wird fester. Und das ist das, was Allah Ta'ala gleich dreimal erwähnt hat in Surat Al-Hijr. Dreimal. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ. Salsal, Hama und Masnun. Drei Sachen. Und wir haben ja den Menschen aus trockenem Ton. Trockener Ton, das ist Salsal. Ja? Min Hama. Hama ist faulig. Ja? Masnun ist dann, dass die Farbe verändert wurde. Also, dass es dann sozusagen dunkel geworden ist. Aus fauligem, schwarzen Schlamm erschaffen. Also, wir sehen diese Stufen, mit denen Allah Ta'ala Adam alayhi salam erschaffen. Erstmal nur Erde. Zur Erde kommt was? Wasser. Daraus entsteht was? Schlamm. Dieser Schlamm wird etwas klebriger, und so dass er sogar schon an der Hand kleben bleiben würde. Dann trocknet, also wird immer sozusagen das Wasser verdunstet, ja, und es fault, ja, und die Farbe verändert sich. Es wird immer härter. Also es wird formbar. Es wird jetzt was? Formbar. Und jetzt kommt dann der letzte Schritt, und das ist dann Töpferware. Also wo ich wirklich schon töpfern kann. Ja, das ist dann Surat Ar-Rahman. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. Er hat den Menschen aus trockenem Ton wie Töpferware erschaffen. Subhanallah. Schaut mal, wie genau der Koran ist. Unglaublich. Das ist eine Mu'jiza. Das ist wirklich ein Wunder, der Koran. Wie genau er das beschreibt an verschiedenen Stellen, die unabhängig voneinander sind. Wo man niemals so denkt, wenn es jemand geschrieben hätte, über 23 Jahre, hätte er das eine schon vergessen gehabt, zumal er nicht mehr geschrieben hat. Er hat es nur auswendig gekonnt und übermittelt. Er konnte selbst nicht lesen und nicht schreiben. Aber es ist so genau, so detailliert alles. An den unterschiedlichsten Stellen, nichts widerspricht sich. Alles baut aufeinander auf. Und das zeigt uns doch einmal auf, wie viel Energie Allah subhanahu wa ta'ala in den Menschen gesteckt hat. Wie viel Liebe. Er hätte einfach sagen können, kun fayakun, sei und er ist. Aber Allah ta'ala hat den Menschen Aufmerksamkeit geschenkt. Wenn ich etwas forme, dann ist es etwas, was mir Spaß macht. Etwas, womit ich mich gerne beschäftige. Und Allah Ta'ala, er liebt den Menschen und er hat ihn in bester Weise geformt. Adam alayhi salam, er wurde also dieser erste Mensch aus Lehm erschaffen, aus Wasser erschaffen, aus all diesen Bestandteilen, wie es Allah Ta'ala erwähnt hat. Eine Überlieferung unseres Propheten sallallahu alayhi wa sallam zeigt uns unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam auf, dass Allah Ta'ala Adam aus allen Teilen, also aus allen Arten von Erde erschaffen hat. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Inna Allah Ta'ala khalaqa Adama min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Allah Ta'ala, er hat Adam erschaffen durch eine Qabda, wie soll ich das übersetzen, durch ein
Qabda, Griff, ja, den er sozusagen von der gesamten Erde entnommen hat. فَجَاءَ بَنُوا آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ. So sind die Kinder Adams gekommen, genauso wie die Erde. فَجَاءَ مِنْهُمُ الْأَحْمَرُ. Es gab den Roten, وَالْأَبْيَضُ, den Weißen, وَالْأَسْوَدُ, den Schwarzen. وَبَيْنَ ذَلِكَ, und dazwischen. وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ, und der Leichte, ja, und der Traurige, und der Bösartige und der Gute. Subhanallah. Ja. Allah Ta'ala, so hat er die Menschen erschaffen. Mit diesen verschiedenen Arten, mit diesen verschiedenen Eigenschaften. Und all das war in Adam alayhi salam vereint gewesen. An welchem Tag wurde Adam erschaffen? Unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam, er hat uns hierüber auch Auskunft gegeben. Und zwar, er sagte sallallahu alayhi wa sallam, ja, خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ. Der beste Tag, an dem die Sonne emporkommt, ist der Freitag. فِيهِ خُلِقَ آدَم. An ihm wurde Adam erschaffen. وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةِ. Und an ihm wurde er ins Paradies, sozusagen durfte er das Paradies betreten. وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا. Und an ihm wurde er aus dem Paradies verbannt. Jetzt ist die Grundform von Adam da. Aber er ist noch kein Mensch, sondern er ist einfach nur, was? Er ist einfach nur eine Form. Was jetzt passiert, ist der Kontakt, der erste Kontakt des Menschen mit dem Shaitan. Wie der aussieht und wie Iblis diesen langwierigen Prozess beobachtet hat und seinen ersten Kontakt zu Adam aufgenommen hat, besprechen wir nächste Woche, inshallah ta'ala. بإذن الله عز وجل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر